Ich hab's doch gewusst. Und wenn es nicht die echte ist... Aber woher wissen wir denn, ob es überhaupt noch die echte ist? Gibt es überhaupt eine echte Goal? Oder ist die echte Goal schon vor vielen, vielen, vielen Jahren gestorben? Vielleicht wie der echte Rufus? Welche Klonversion ist das? Wie lange wird sie überhaupt überleben? Welchen Sinn hat das, so eine Zivilisation aufrechtzuerhalten? Das ist doch eine tickende Zeitbombe. Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa. Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Ja, wir sind ja auch mittendrin, sonst hätte man schon Game Over Screen. Danke, Rufus, dass du uns daran erinnerst. Oder Klon X von Rufus. Ich weiß gar nicht, wie wir den jetzt nennen sollen. Eine Konsole. Okay, das Männchen kennen wir ja. Unten aus der Zubereitungsanlage, wo wir Inhaltsstoffe einfügen sollen. Hier mal Wasser, Eiweiß, Fett. Nur die sechste Anzeige ist voll und das ist wahrscheinlich... Der Körper in der Kammer. Diese Anzeige ist anders. Was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Ich habe hier manchmal, wenn irgendwelche Samples geladen werden, habe ich ein paar Soundaussetzer. So ganz kurz, habt ihr bestimmt schon gehört, ist plötzlich weg. Ich habe das bis jetzt versucht zu ignorieren. Ich ignoriere es auch weiterhin. Ich wollte es nur mal anmerken. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Also der Rechner ist flott, also müsste laufen. Könnte sein, dass es an der Steam-Version liegt. Ich weiß es nicht genau. Schalter. Kohlenhydrate. Wenn ich diese Anzeigen hier richtig deute, geben sie Auskunft über den Füllstand der Maschine. Habt ihr gerade gehört, den kurzen Aussetzer, ne? Bitte ignorieren, bitte einfach gar nicht hinhören. Dieses Symbol steht wohl für Mineralstoffe. Das heißt also, es sind nicht genug Mineralstoffe im Tank. Wir wissen natürlich, Mineralwasser sind Mineralstoffe. Kohlenhydrate, das könnten... Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Bohnen vielleicht? Fett. Kann ich meinen Bauch reinhalten? So, Schalter können wir momentan noch nicht machen. Das bringt ja gerade noch nichts. 2, 3. Keine Ahnung, was das heißen soll. Hebel bringt auch nichts. Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. Du, mehr oder weniger. Du sollst ja auch nicht selber klonen. Du sollst Goal retten, du Spaten. Mann, denk doch nicht immer an sich selbst. Huch. Hä? Ein normal stehender Mensch... Ein Mensch, der aggressiv wirkt und ein großer Mensch. Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erstmal die Alten aufbrauchen. Ach, das ist Hermes, okay. Das ist Rufus und das ist aber nicht Goal. Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Ah, okay, das sind die Dingens vom Organon. Ach, Organon, da steht's ja auch. Hermes, Rufus, oh, was bauen wir uns? Ich weiß es nicht. Das bringt mich aus dem Gleichgewicht. Ich drücke hier keinen Knopf. Ich gehe erstmal wieder. Ich will wieder raus. Okay, gehen wir erstmal raus, denn wir müssen sowieso die Maschine auffüllen. Vorher können wir gar nichts. Ach Mann, Goal. Ach Mann. Warte, du es nicht! Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! Nein! So ein Scheißdreck! Was mache ich denn jetzt? Okay, der ist gerade in die Maschine gerasselt und jetzt, wir gucken ja mal ganz kurz die Knöpfe an. Ach, Hermes, du alter Trottel. Irgendwas ist da auf Happy? Dieses Symbol steht wohl für Fett. Das heißt also, es ist genug Fett für einen Klon im Tank. Okay, und Wasser? Wir haben also alles genug im Tank für einen einzigen Klon. Hier eine Kammer von dreien. Wir können uns also einen Hermes klonen. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal ganz kurz. Ach Mann, Goal, Goal, Goal. Na dann mal los. Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erstmal die Alten aufbrauchen. Willst du mich verarschen? Der Alte ist aufgebraucht. Rohr? Huch, was macht denn das Rohr? Wo kommen wir denn da hin?
Aha. Ein Vampirschnabeltier? Ein Küken mit einer lustigen Mütze auf Vampirschnabeltiereier? Habe ich da nicht schon eins gefunden? War mir nicht so? Das sieht ein bisschen aus wie, wie heißt er nochmal? Daffy Duck? Ein Vampirschnabeltier? Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Nee, wir haben irgendwas anderes gefunden vorhin, ne? Schön brav sein. Hörst du? Beißt er mich jetzt? Jetzt geht das schon wieder los. Hm. Oh. Oh. Ich war's nicht. Nicht beißen, nicht beißen. Ach, süß. Ach, das war ja süß gerade, das Kleine, was hierher geflogen ist. Hä, die sind doch weggeflogen. Wieso sind die wieder da? Ein Bohnensack. Ich glaube, das brauche ich alles zum... Okay, das klappt super. Nicht doch. Mal ganz kurz, ich habe doch schon einfach... Ach, für Eiweiß brauche ich das. Für Eiweiß, okay. Wir können uns also kein... Hallo? Ach da. Wir können uns kein Hermes klonen. Hey, eine Stechkarte. Habe ich gar nicht gesehen. Da meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Da meint es aber der Ja. Okay, wir haben eine Stechkarte, aber was wir denn da machen können, weiß ich momentan auch noch nicht. Und wir kommen auch nicht raus zum Pommes-Ding. Hey, kann ich die Stechuhr abstechen eigentlich? Also jetzt nicht mit dem Messer, sondern in der Stechuhr natürlich. Was denn? Immer noch kein Feierabend? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt schon wieder zugewachsen sind. Kann ich die nicht irgendwie aufstechen? Spinner, so ein Stecher, weißt du? Nee, Trichter. Können wir jetzt die Sachen in den Trichter füllen? Jo, jetzt geht's. Na, ob das wirklich noch gut ist? Das ist Wasser, das wird gehen. Ach, ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Na eben. So, wir haben noch einen Bohnensack. Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Das ist doch ganz egal. So, Olivenöl! Ein bisschen Öl sollte ich mir aufsparen. Es ist eh nicht genug Fett, um Goal wieder zu beleben. Aber nicht, dass ihr der erzählt, dass ich das gesagt habe. Ich glaube, er hat wieder Hoffnung geschöpft. Ich weiß ja nicht recht. Ma, Schwamm drüber. Kipp rein die Soße. Puh, das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die zweite Kammer aktiviert, aber das wird natürlich... Eigentlich noch nicht reichen? Können wir das jetzt vielleicht? Ein bisschen Öl soll es eh nicht reichen. Ja, okay. Wir sind also noch nicht ganz durch. Niedliches Detail mit der Kochmütze übrigens. Gar nicht nötig, aber ein niedliches Detail. Wir müssen irgendwie hier rauskommen. Wir müssen irgendwie die Karte abstechen. Ach, natürlich. Ich weiß schon wie. Hallo, Vampir-Stabeltier. Ich guck mal hier, hab ich was für dich. Einmal entwerten, bitte. Danke. Psst. Ach, Mist. Nicht doch. Hätte ja klappen können. Okay, dann kommen wir später wieder. Ach, Mann, die arme Goal, die fängt schon an zu stinken da hinten. So, dann... Ach so, was mache ich denn hier? Ich muss natürlich... Ich wollte schon wieder klonen. Ich will natürlich... einmal ganz kurz Feierabend machen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt!
Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Yeah! Feierabend ist gut, wahrscheinlich eher Lebensabend. Knoblauch hilft natürlich gegen Vampirschnabeltiere. Das werde ich mir merken. Geil, 1000 Jahre Überstunden und wir kriegen eine alte Knolle. Ist ja wie bei Playmassive. So, warte. Dann gehe ich mal ganz kurz hier zum Rohr. Oh, Sekunde, husten! Zum Glück habe ich jetzt ein schönes Knöpfchen, wo ich das Mikrofon mal kurz muten kann. Endlich wieder hier, Vampirschnabeltier. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss. Goldig. With the production of this game, no animals were hurt. Ich erinnere mich genau. Das arme Vampirschnabeltier. Es sieht zwar drollig aus, aber es hat einen infernalischen Mundgeruch. Das ist der Knobi. Schön brav sein. Hörst du? So, ich glaube, wir haben getan, was wir mussten. Wir haben Eiweiß für die Maschine. Jetzt ist natürlich... Achso, Mann, immer diese Umwege hier. So, und runter. Und dann hier raus. Kommen wir dann zur Pommesbude. Ist das... Na, jetzt geht er weg. Ist das hier... Hängebauchschnabeltier. Okay. Imbisswagentür, was haben wir denn hier alles? Jodsalz. Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen skeptisch werden. Nee, das ist Jod, das muss so. Ach, können wir nicht mitnehmen. Pommesbeutel. McFett XXL, meine Lieblingssorte. Es sind die einzigen, die in Bosos Nasenlöchern stecken bleiben. Aber die glitschen doch immer wieder raus. Nicht wegen dem Fett, sondern wegen den geschmierten Nasenlöchern. Mmh, ein Feuerwerk köstlicher Aromen. Altes Frittenfett. Okay, Imbisswagentür öffnen. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Okay, zugerostet, da können wir vielleicht Olivenöl? So. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Ich habe gehört, man kann sie auch in den Bauchnabel stecken und rauspoppen lassen. So, Frittenfett, nehm mal mit. Bäh, so ein klobigen Klumpen. Pommesbeutel nehmen wir auch mit. Das sind Kohlenhydrate par excellence. Jodsalz nehmen wir natürlich auch mit. Dann müssten wir eigentlich jetzt... Pleurofitz? Das war früher mal mein Lieblingsgetränk. Ich habe mich immer gefragt, wie sie es hinbekommen, dass es im Dunkeln leuchtet. Und dass es sogar beim Urinieren noch leuchtet. Aha, das angereicherte Zeug. Und sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Dann gehen wir mal ganz kurz in die Fabrikhalle und füllen hier ein bisschen nach. Zum Beispiel die Schnabeltiereier für Eiweiß. Et voilà! Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Je m'appelle Paul Bocuse. Ohohohoho, das wird lecker. Regardez le menu. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Pommes. So. Und ein bisschen Jodsalz. Wie sagt man doch so schön? Was der frisst, das bist. So, Pleurofitz hinterher und da müssten alle Anzeigen eigentlich... Pleurofitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Das ist ja wie Red Bull, verdammt. Okay, wir haben alle Anzeigen auf Go. Und jetzt bin ich gespannt. Wieso können wir eigentlich nicht Goal klonen? Ich verstehe das gar nicht, dass da keine... dass da nur eine Anzeige für Rufus ist, für Dingens, für den Organon... Und für Hermes selbst, aber da ist einfach keine Anzeige für Goal oder für irgendwelche anderen Lebensformen. Je ne comprends, comprends.
ein Mist! Hat nicht so gut funktioniert? Alles wieder leer? Knopf? Rufus! Das kommt nicht in die Tüte! Ich bin einmalig! So, mehr oder weniger. Vielleicht... Ja, die machen wir ja eh nicht. Organon? Oh nein, weg von diesen Typen. Ja, okay, dann machen wir vielleicht... Bevor ich mir noch einen Hermes hol... Ach, okay, und die Alten springen dann gleich wieder... Die haben ja die gleichen Erinnerungen. Die springen also gleich wieder rein. Natürlich. Halt! Oh, Mensch! Damit ist die Anzeige ja gleich wieder voll. Schon lustig gelöst, muss man einfach mal sagen. Das finde ich irgendwie lustig. Ich weiß nicht warum, der Kreislauf des Lebens. Gleich kommt Elton John und singt. So, ich mach mal drei Hermes hier, ne? Drei Hermes, Herpes, dreimal Herpes. Und die gehen dann auch gleich wieder weg. Jetzt warte doch mal, nicht abhauen. Lass uns reden. So ein Mist. Ich will nur sehen, wie die zu dritt in den Tod springen. Weil's lustig ist. Hey, Kinder. Stopp! Der Tod ist lustig, guck mal. Huch. Aha, einer hat überlebt. Hey, was soll das? Wartet auf mich. Ach, verdammt. Hermes, der Dritte aus der Sternenmitte. Ach da. Ironie des Schicksals. Er nahm mir den Respekt vor dem Leben. Und ich habe mir den Arsch getreten. Ja, so wird es wohl sein. Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Dankeschön. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Nicht, solange wir es aufhalten können. Ach, Goldscan, das kommt mir so bekannt vor, das Ding. Ich habe die Datasette mit ihrem Körperscan. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Oh, da können wir ja einen Nacktrendering machen. Na gut, das lassen wir mal lieber. So, Hermes der Dritte. Erst warst du der Schwarzseher und jetzt bin ich es. Hast du gemerkt, wie wir eben die Rollen getauscht haben? Versau's nicht, okay? Können wir das Konfetti mitnehmen? Nee, nur aus Prinzip. Wir haben die Datasette. Die Frage ist, wo packe ich die rein? In eine Fabrikhalle irgendwo? Zwei Klone haben wir noch übrig. Aber die jetzt einmal... Das wird ja nicht... Das kann ja nicht. Das ist ja nicht... Also bitte, hier ist ein bisschen mehr Respekt vor dem Wunder des Lebens gefragt. Na, das meine ich aber auch. Wohin soll ich denn... Ich meine, wo kann ich denn da? Die sechste Anzeige ist nicht grün. Warum auch immer sie jetzt auf einmal nicht mehr grün ist, ich weiß es nicht. Wir müssen die Datasette irgendwo... Können wir dir vielleicht... Nee, ne? Ich habe die Datasette mit ihrem Körperscan. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Da sagst du was. Okay, wo legen wir jetzt die Datasette? Ich weiß nicht. Datasette hier vielleicht irgendwo. Passt, wie gemalt. Goal. Okay. Einmal to go. Also einmal eine Goal to go. So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal. Oh weh, oh weh, oh weh. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Na rate mal, ich rette Goal. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Naja. Bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell! Brich das ab! Die Rohre überhitzen! Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren! Nein!
oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Und selbst wenn, dann ist das nur ein sehr, 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 sehr dünner Strohhalm, an den wir uns da klammern. Und die Frage bleibt ja immer noch offen, wie lebenswert wäre überhaupt noch das Leben, selbst wenn wir Deponia retten, wie lebenswert wäre dann ein Leben überhaupt noch, wenn es vielleicht gar nicht mehr unseres wäre, sondern das eines Vorgängers oder das einer ganzen Armee von Vorgängern. Und wie hätten wir gelebt, was wäre gewesen, wenn es all diese Klonerei nicht gegeben hätte. Fragen über Fragen.